wenn man der vor in der Leid geht. Der läuft auch. Gut, pünktlich 15.30 Uhr, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung von Rico Schmidt als neuen Cheftrainer des FSV Zwickau. Dir herzlich willkommen in Zwickau. Rico Schmidt ist 54 Jahre jung, geboren in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz. Seine bisherigen Trainerstationen waren Rapid Chemnitz, der VfB Fortuna Chemnitz, FC Erzgebirge Aue, Kickers Offenbach, Hallischer FC, VfR Aalen, der FC Carl Zeiss Jena und zuletzt war Rico Schmidt beim SV Meppen im Einsatz. Robin, und damit dann auch das erste Wort an dich. Anspruchsvolle Situation, in der sich der FSV Zwickau aktuell befindet. Warum ist in genau dieser Situation die Entscheidung auf Rico Schmidt gefallen? Erstmal ein herzliches Willkommen von mir hier in die Runde. Ich würde vielleicht erstmal ein Stück weit weiter ausholen. Im Endeffekt war der Verein vor 3 Wochen, das muss man so deutlich sagen, eigentlich tot. Weil wir hatten weder eine Mannschaft, noch hatten wir Trainer, noch hatten wir eine medizinische Abteilung. Und das war einfach vor 3 Wochen der Ist-Zustand. Und natürlich finanzielle Probleme. Das ist ja auch jedem bekannt. Deswegen da vorweg erstmal ein ganz, ganz großes Lob an alle Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle. Stellvertretend die Sabine Jung, der Jörg Schade oder dann auch der Daniel Sacher, weil ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist, in einer extrem schwierigen Situation trotzdem dem Verein die Treue zu halten. Das zeigt, mit wie viel Herzblut hier gearbeitet wird, wie leidensfähig auch der ein oder andere Mitarbeiter hier ist, weil es ja schon ungewisse Tage waren. Weil wir nicht wussten, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter. Und umso erfreulicher, um da jetzt den Kreis zu schließen, ist es jetzt schon so, dass es nach wie vor ein sehr, sehr langer Weg ist. Aber es ist wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. So. Und ein ganz, ganz wichtiger Baustein, ein ganz, ganz elementarer Baustein ist im Endeffekt der Rico. Unser Erstkontakt hat vor 14 Tagen etwa stattgefunden. Der Rico ist ein absoluter Fußballfachmann, ist Fußballlehrer, er kennt die Region aus dem FF, hat hier in der Region auch schon sehr, sehr große Erfolge gefeiert und hat nachgewiesen, dass er auch unter sehr, sehr widrigen Bedingungen, siehe Offenbach, hervorragend und erfolgreich arbeiten kann. So, deswegen freue ich mich umso mehr, dass die Verpflichtung mit Rico geklappt hat. Wünsche Ihnen auf diesem Wege schon mal vorweg alles Gute und Rico nochmal ganz offiziell herzlich willkommen beim FSV. Hallo. Dann nehme ich das herzlich willkommen und baue kurz um und gebe damit die erste Frage an dich, Rico. Ja, du weißt genau, was auf dich zukommt, auf was du dich eingelassen hast. Es gibt sicherlich einfachere Aufgaben, aber warum hast du dich letztendlich für den FSV entschieden? Ja, ich weiß, auf was ich mich einlasse, so aus den Erfahrungen meiner Stationen. Ich denke da an den VfB Chemnitz zurück, vor vielen, vielen Jahren, mittlerweile Jahrzehnten, oder eben auch Kickers Offenbach, was Robin gesagt hat. Und ich freue mich riesig, wieder online sein zu dürfen, nicht offline. Das war schon auch ein schwieriges Jahr für mich persönlich, dass ich hier beim FSV Zwickau jetzt auch wieder eine Heimat gefunden habe, an der Linie zu arbeiten, mit jungen Menschen zu arbeiten, nicht nur was die Mannschaft betrifft, sondern auch das Umfeld, weil es eben jetzt auch in so eine Aufbruch-Atmosphäre, Stimmung ist. Bekanntermaßen, wo wir jetzt nicht auf Arrivierte, sondern schon auch auf junge Menschen zurückgreifen wollen und müssen, die auch da eine Chance sehen und ihre Chance nutzen wollen. Und wie es Robin gesagt hat, der vor 14 Tagen gab es diesen ersten Kontakt, wo es wahrscheinlich dann auch aus Sicht vom FSV eine Richtung gab. Und Robin hat, was er mir so das Gefühl gegeben hat, so darum gekämpft, um mich jetzt, weil wir ja auch zusammen gearbeitet haben, in ein paar Kilometer entfernt von hier, beim FC Erzgebirge,
Und das hat mir das Gefühl gegeben, dass das kann was werden. Ja? Und was ich jetzt so aus den Gesprächen mitgenommen habe, bis schlussendlich zum Freitag, wie es auch Robin gesagt hat, viele Menschen, die sich um diesen Verein kümmern, Sorgen gemacht haben, diese Säulen, die jetzt weggebrochen sind, mit diesen auch negativen Informationen, mit so einer negativen Atmosphäre, wenig Geld, wenig Etat, wie geht es weiter, jetzt diesen positiven Turnaround zu finden. Und wir wissen alle gemeinsam, Geschäftsleitung, sportliche Leitung, dass es für uns ein ganz, ganz hartes Jahr wird. Natürlich sind wir jetzt als Absteiger hier in die Regionalliga Nordost de facto immer Favorit. Wir haben wir angesehen. Wir treffen aber auch auf Mannschaften, die strukturiert sind, die jetzt auch schon seit teilweise 14 Tagen im Training sind, die eine eingespielte Mannschaft haben. Es gibt nur wenige, die vielleicht so in einer ähnlichen Situation sind. Robin hat dort mit der Geschäftsleitung auch bis jetzt hervorragende Arbeit geleistet, um erstmal auch grundfest noch einer Mannschaft. Wir haben jetzt 10 Spieler unter Vertrag, ja, Robin, plus ein Torwart. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir erstmal auch die Mannschaft Stück für Stück weiter zusammenbringen. Wir haben sehr, sehr kurze Zeit. Das ist jetzt für mich auch neu. Also 4 Wochen Zeit zum ersten Spiel hin, zum ersten Punktspiel. Aber in der Kürze liegt auch manchmal die Würze, sage ich jetzt mal. Und ich freue mich auf die Aufgabe, ich freue mich auf die Fans hier im Stadion. Bis jetzt war ich das eine oder andere Mal dann auf der anderen Seite. Da bist du ja auch mal belatschert worden, aber das gehört auch mit dazu. Jetzt stehe ich auf der rechten Seite und es wurde ja auch schon so zitiert hier mit Davy Frick, das Techtelmechtel in 2017. Da schmunzeln wir drüber, da stehen wir drüber hinweg, beide Seiten. Also ich habe auch mit dem Davy schon auch telefoniert zusammen und das ist ja einfach, das gehört auch zum Sport dazu und dann ist das Thema wieder beendet und jetzt gucken wir gemeinsam nach vorne. Wir haben mit Davy, mit Mike Könige 2 ganz erfahrene Spieler, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass die sagen, wir machen weiter. Ja, auch unter den neuen Konditionen, unter den neuen Voraussetzungen. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier gemeinsam dort auch so diese Aufbruchstimmung entwickeln. Heute ist das erste Training, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, dass da ein paar Zuschauer auch kommen und jetzt fahren wir dann am Mittwoch ins Trainingslager für 4 Tage. Und natürlich eben das Thema auch Probespieler. Es werden heute auch schon ein paar Jungs da sein, was natürlich auch nicht einfach ist, aber das werden wir auch handeln für alle Seiten. Und daraus dann eine Mannschaft zu formen über die nächsten Wochen und Monate. Es wird ein bisschen länger dauern, um dann möglichst viele Punkte zu holen in der Regionalliga Nordost, um einfach auch mal die Bodenbildung. Also sprechen wir auch über Klassenhalt. Wir brauchen überhaupt nichts anderes reden. Da sind die anderen Mannschaften viel, viel weiter, als wir das sind. Aber unser Ehrgeiz ist jetzt darin liegend, eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufs Feld zu bringen. Und wo jetzt auch so dieses jetzt erst recht Momentum wir gemeinsam auch wieder herausgezogen. Dann danke ich dir recht herzlich für deine ersten Worte als Chefcoach des FSV Zwickau. Dann steigen wir direkt in die Fragerunde ein. Ein kurzes Handzeichen, wir würden das Mikrofon reichen. Und da Rico noch nicht alle kennt, vielleicht mal ganz kurz zur Einleitung immer, für welches Medium ihr arbeitet. Mein Geburtstag hier vor Westsachsen. Dr. Kim Rutzler. Okay. Also wir begleiten das immer und unser großes Punkt ist, dass wir jetzt wieder auch an der Seitenlinie stehen dürfen und von den Spielen berichten. Okay. Ja, meine Frage ist, sehen Sie es als Chance, mein Könige, der dafür gebrannt hat, dabei zu bleiben, Janik Vogt, der hier weiter verpflichtet wurde, im Zusammenspiel mit diesen jungen Spielern, dass es vielleicht auch eine große Chance ist? Natürlich, es sind ja immer Chancen. Also ich hatte es ja gesagt, mit Davy Frick und Mike Könige sind das erfahrene Spieler. Der Janik Vogt hat eine tolle Entwicklung genommen, das habe ich auch wahrgenommen. Habe auch das eine oder andere Spiel gesehen jetzt, wo er hierher verpflichtet worden ist. Und jetzt kommen auch junge Spieler. Wir müssen ja auch mehr auf junge Spieler setzen. Wir reden ja auch über ein Budget, über Etat, aber das ist eben auch die Chance. Und ich sage mal jetzt in meiner Karriere als Trainer, die ich da jetzt bis jetzt durchleben durfte, zeigt mir immer wieder, dass es junge Spieler Zeit brauchen. Entwicklung, wenn die wollen, wenn die ehrgeizig sind, haben die sogar die Chance, ganz nach oben zu kommen. Mein Paradebeispiel ist immer Jasula. Oder wenn wir nach Aue gehen, Mendel, Hensel, Hochscheid, wurde immer so genannt, Arne Feig.
Oder so ein Brayden Manu, den ich in Halle hatte, der spielt jetzt auch erste Liga, wo ich ihn dort hatte. Das Jahr war da noch nicht entwickelt, aber mit den Stationen, Verein, andere Trainer, Mannschaften. Und das ist die Chance auch für die Jungs. Und das wollen wir denen auch mitgeben, dass hier die Basis ist, sich zu entwickeln, weiterzuentwickeln und für die Sache einzustehen. Die wissen, auf was sie sich einlassen. Wir müssen auch aktuell ein bisschen mit einer heißen Nadel stricken, um die Mannschaft herum. Also wir können nicht alle Sachen voraussetzen. Stichwort Physiotherapie zum Beispiel oder. Das sind kleine, wichtige Sachen. Aber das sind eben, das muss jetzt sich in den letzten nächsten Tagen und Wochen wieder entwickeln. Und die können sich hier, das ist eine geile Liga. Ja, das ist praktisch ja, eine DDR-Oberliga gefühlt. Ne? Mit vielen auch tollen Mannschaften, die man vielleicht gar nicht auf dem Zettel hat. Nehmen wir jetzt Stichwort Einburg, weil ich die auch schon gesehen hatte. Der FC Einburg, die ja auch eine tolle Arbeit machen, aufgestiegen sind. Und es ist schon schwer, dann auch gegen diese Mannschaften erstmal zu gewinnen, weil es gefestigte Mannschaften sind. Tina Wojnowski, Radio Zwickau. Jawohl. Wir sind Medienpartner und immer am Start. Ja. Eine Frage, was ist Rico Schmidt für ein Trainer? Wie muss man sich das vorstellen? Eher der väterliche Typ oder der harte Hund? Wie beschreiben Sie sich selber? Ja, du bist immer auch... Ist immer sich selbst zu beschreiben, immer schwer. Unterm Strich muss man dann auch die Spieler fragen oder die ja, in Mannschaften hineinfragen. Das kann ich jetzt so, will ich auch gar nicht beantworten. Ich bin so, wie ich bin. Und entscheidend ist für mich auch, dass ich mit meiner Mannschaft, dass ich meine Mannschaft, das ist natürlich immer auch ein Wechselspiel. Man muss, wird ja immer jetzt gesagt, man muss die Mannschaft erreichen, aber du brauchst so Jungs, die dort auch für eine Sache einstehen. Die ehrgeizig sind, die den Leistungssport lieben. Das ist nämlich Leistungssport, die was extra machen, die auch mal eine klare Ansprache brauchen, aber auch wiederum mal ein bisschen lockerer sind. Und da brauchst du eben so Typen, die dafür auch einstehen und sagen, wenn der das sagt, dann machen wir das so, Punkt. Und keine Professoren auf dem Feld. Ja? Gibt es weitere Fragen? Ja, Sebastian Lutzer, bitte. Hallo. Ein paar Frage. Wie sieht denn das Team um dich aus? Gibt es einen Co-Trainer, gibt es einen Obertrainer? Vielleicht auch die Frage an Robin Fleischtür. Also wir waren da natürlich in den letzten Tagen in vielen Gesprächen. Es wird jetzt so sein, dass der Tom Hornhoff, ist ein sehr junger Mann, der im Nachwuchs bisher beim Chemnitzer FC gearbeitet hat, jetzt zu uns stoßen wird als Torwarttrainer, wo wir sicherlich die nächsten Tage weiter schauen, wie wir mit der Personalie weiter verfahren. Und zum Thema Co-Trainer ist es im Endeffekt so, dass da aktuell Gespräche laufen, aber sobald es was Spruchreifes gibt, werdet ihr darüber informiert. Sowohl als auch, sagen wir, unter den wirtschaftlichen, gerade jetzigen Situation, ist natürlich schon fast schwer verkaufbar. Du fährst jetzt 4 Tage ins Trainingslager. Da reden wir jetzt nicht über 1.000 Euro, was es kostet, sondern schon auch deutlich, deutlich mehr. Auf der anderen Seite ist es die Chance eben, die auch neu schon jung verpflichtenden Spieler näher kennenzulernen. Das ist jetzt ja auch für mich erst wieder nach einem Jahr online. Rhythmus finden und auch die Dinge wieder nach vorne treiben, aber eben auch in den Gesprächen und wie sie dann sich auch auf den Platz geben, verhalten, auf was wir uns da auch freuen können. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt auch durch, jetzt haben wir noch ein Testspiel eingepflegt, Freitagabend, Samstag gegen den HSV 2, Freitagabend, einfach im Wettkampfspiel, im Wettbewerbsspiel zu sehen, auf was können wir uns freuen und was können wir erwarten. Und wir müssen dann auch harte Entscheidungen treffen, gerade bei den Probespielern, die sich alle jetzt eine Hoffnung machen, jetzt kommen sie hierher, hoffentlich zeigen sich alle von ihrer besten Seite, versuchen das und da ist das Trainingslager auch absolut sinnvoll, aus der Warte heraus.
private Frage, werden Sie zeitnah Ihren Lebensmittelpunkt in unsere Region nach Zwickau verlagern? Ich bin eigentlich immer auch, wo ich jetzt in Jena gearbeitet habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, da bin ich trotzdem auch, war ich nicht in der Fahrtätigkeit, da hatte ich dort auch eine Wohnung gehabt, um das einfach ein Stück abzufedern. Jetzt wohne ich am Stadtrand von Chemnitz, da ist das jetzt noch überschaubarer, aber das war jetzt nicht die Entscheidung, auch FSV Zwickau wegen der Region und wegen den Kilometern, dass ich jetzt näher dran bin, sondern es war mir jetzt auch wichtig, auch hier mir den Verein auch zu unterstützen. Und mir, der Verein hat mir das Gefühl gegeben, Junge, du bist der richtige Mann am richtigen Ort. Also ist ja auch gar nicht weit, man ist ja ein paar Minuten ins Gekommen. So ist es. Gut, wie ich sehe, gibt es keine weiteren Fragen. Dann beenden wir diesen offiziellen Teil. Ich danke euch für euer Erscheinen und wir sehen uns dann sicherlich recht bald wieder hier an anderer Stelle. Danke. Dankeschön.